Pater Braun! Sehen Sie sich das an? Ja, das ist unser Staubsauger, den kenne ich ja. Aber er macht alles staubig. Warum benutzen Sie ihn dann? Na, ich muss doch sauber machen. Na, vielleicht haben Sie ihn verkehrt drum reingesteckt. Nein, das habe ich bestimmt nicht. Hier, sehen Sie mal, bei diesem Loch, da geht der Staub rein und bei dem Deckel fliegt er wieder raus. Ah, Sie meinen, er bläst durch? Ja. Dann muss man abdichten. Die Zigarre, bitte. Sehen Sie mal, die Pussy... Oh, würden der Arzt hat Ihnen streng verboten. Frau Smith, die Pussy, die... Die Zigarre hochwürden. Aber sehr interessant mit der Pussy. Lenken Sie mich nicht vom Thema ab, Pater Frau Smith, seit einer Stunde beobachte ich die Pussy. Jetzt läuft sie schon zum vierten Mal in das Kellerfenster herein und kommt bei der Ruine von der alten Kirche wieder raus. Da steckt ein Geheimnis dahinter. Fangen Sie schon wieder mit Ihren Geheimnissen an? Ach, weil ich durch Zufall unglückseligerweise in einen Kriminalfall mal verwickelt war. In einen? In 100? Ach, hier handelt es sich doch nur um das Rätsel, wie die Pussy in die Ruine kommt. Ja, es fing immer harmlos an. Und am Ende hat uns der Herr Bischof, Gott hab ihn selig, dann hierher strafversetzt, wo kein Mensch die Kirche besucht. Auf diese gottverlassene Insel. Auch der armseligste Fleck unserer Erde ist nicht gottverlassen, Frau Smith. Auch auf Abbots Rock finden Sie überall Spuren von Gottes Güte. Ich finde hier nur Spuren von Strandräubern und Schmugglern. Also Hochwürden, das war hoffentlich die letzte. Frau Smith, ich werde mich bessern. Na, Patrick, kann ich was für dich tun? Ach, Pater, wie ich da am Pfarrhaus vorbeikomme, denke ich mir, da wohnt doch der Pater Braun. Und wenn ich schon da bin, ob Sie mir nicht meine Daisy segnen würden. Daisy? Deine Frau heißt doch Margaret. Ja, Daisy, so heißt mein neuer Kran. Aber Patrick, du wirst doch nicht Gottes Segen für ein Fahrzeug erbitten, das du ausschließlich dazu benutzt, um Wachs auszuplündern. Aber Pater, Sie haben doch selber gesagt, dass der Segen Gottes auf all unseren Wegen nützlich ist. Naja, wenn du es so siehst, aber ich warne dich, du. Falls du nur heraufgekommen bist, um deine Beute zu verstecken, hm? Das ist mein Fang von heute Morgen. Schöner Fang. Sag mal, fängst du den Whisky mit der Angel oder mit dem Netz? Benehmt euch, ihr seid auf dem Boden der Kirche. Was ist denn los? Er hat mir das Haus gestohlen. Gestohlen habt ihr wahrscheinlich beide. Wem gehört denn der Whisky? Mir. Och. Ich habe ihm den Tipp gegeben, dass auf dem Wrack der Ontario was zu finden ist. Das hat er nur getan, weil er Angst gehabt hat, das Ding selber zu drehen. Er wollte mich um meinen Anteil bringen. Er ist ein Betrüger. Vater, sagen Sie ihm, dass er ein Feigling ist. Du, dich zerhack ich. Hier reiße ich die Därme raus. Meine lieben Brüder in Christo, ich merke, ihr kommt euch schon näher. Und da ihr euch vertrauensvoll an mich gewandt habt, werde ich jetzt dafür sorgen, dass jeder den Anteil erhält, der ihm gebührt. Sie wollen zwischen uns teilen? 50-50. Genau das will ich. Passt mal schön auf. Das wird Ihnen noch leid tun, Hochwürden.
Ich rate Ihnen gut, Vater, kommen Sie nie zu uns hinunter in den Hafen. Das vergessen wir Ihnen nie. Nie? Mir scheint, die haben was gegen mich. Na, Pussy, was machst du eigentlich da? Na, hör mal. Eine anständige Katze trinkt doch keinen Whisky. Da kriegst du ja einen Kater. Frau Smith, bringen Sie mal ein bisschen Milch. So was Versoffenes. So wie sie Milch hört, läuft sie weg. Da. Na, das sehen Sie doch. Ich untersuche die Mauer. Von diesem Keller muss es eine Verbindung zur Ruine der alten Kirche geben. Ja, ja, die Mauer. Der ganze Keller riecht nach Whisky und Sie kriechen auf allen Vieren herum. Pater Braun, das hätte ich nie von Ihnen gedacht. Kommen Sie. Trinken Sie die Milch und legen Sie sich gleich ins Bett. Ach, jetzt hören Sie doch auf. Jetzt lassen Sie mich schon 10 Jahre von Ihnen tyrannisieren. Aber haben Sie mich in der ganzen Zeit auch nur einmal leicht angeheitert gesehen? Nun, Silvester, vor 2 Jahren. Ja, das waren Sie. Ich spaziere aber wie ein Seiltänzer auf diesem Balken. Da können Sie doch nicht... Da sehen Sie, was Sie angerichtet haben. Sie machen noch die schöne alte Ruine kaputt, wenn das der Herr Bischof erfährt. Frau Smith? Ja? Haben Sie ein Taschentuch? Ja. Hier hochwürden. Frisch gebügelt. Nun, da trinken Sie schon Ihre Milch. Da drüben wurde die Milch bestellt. Haben Sie ein Streichholz? Na, hab schon selber. Halten Sie mal. AVD. Antonis van Dijk. Inselpriester entdeckt verschollenen van Dijk. Sensationspriester macht Sensationsfund. Pater Braun findet vergrabenen Kirchenschatz. Jetzt hat mein Amtsvorgänger, unser seliger Bruder in Christo, Pater Braun, auf diese kleine verlassene Insel geschickt. Und das ist der Erfolg. Er ist schon wieder auf den Titelseiten. Ja, er muss immer von sich reden machen. Er kann es nicht lassen. Er wird es lassen. Bischof McCormick war ein sehr nachsichtiger Vorgesetzter. Bei mir wird er sich diese Extratouren abgewöhnen. Ich wünsche diesen Sensationspater so bald wie möglich hier zu sehen. Ich habe den Wunsch, Eure Exzellenz, vorausgesehen. Das Telegramm nach Ebertsrock ist schon unterwegs. Ich bin glücklich, liebe Freunde, dass so viele gekommen sind, das Bild van Dijks zu bewundern, welches so lange im Schoße unserer Kirche verborgen lag. Danke vielmals, Dankeschön. Aber denken Sie auch an die Armen unserer Gemeinde, die weniger Kunstverständnis, aber viel Hunger haben. Widmen Sie sich also nicht nur der Zerstreuung, sondern auch der Sammlung. Für die Bedürftigen von Ebertsrock, Dankeschön. Pater Braun! Pater Braun! Oh, Silber. Sie haben ein Herz von Gold, meine Dame. Hochwürden. Verzeihung, darf ich nur da durch? Pater Braun, ein Telegramm für Sie hier. Sie haben es ja schon geöffnet. Sie waren doch nicht da. Ja, wenn es so wichtig war, hätten Sie den Postboten rüberschicken können, nicht? Und bevor ich es nicht gelesen hatte, konnte ich doch nicht wissen, dass es so dringend ist. Ja, wenn Sie es so sehen. Lesen Sie, Sie sollen sofort nach Dublin kommen, zum Bischof. Zum Bischof? Was kann der wollen? Man wird doch noch ein Bild finden dürfen, nicht? Frau Smith, wenn ich jetzt weg bin, dann nehmen Sie das Bild aus der Kirche raus, ja? Und verstecken Sie es in Ihrem Zimmer. Am besten setzen Sie sich darauf. Lassen Sie es nicht aus den Augen. Aber hochwürden.
Wenn ich drauf sitze, kann ich doch nicht im Auge behalten. Sie missverstehen mich immer mit Absicht. Jedes Mal, wenn der Bischof Sie ruft, sind Sie so nervös. Das wäre ja nicht so schlimm, aber jedes Mal, wenn er mich ruft, ist der Bischof so nervös. Bitte. Laudator Jesus Christus. Laudator Jesus Christus. Mein lieber Paterborn, ich freue mich, Sie bei mir zu sehen. Meinerseits, ich freue mich meinerseits, dass ich Eure Exzellenz sehen darf. Setzen Sie sich hier an meine Seite. Ja. Oh. Ja, das sind einige Münzen aus meiner Sammlung. Diese hier, ein Dinar aus dem 8. Jahrhundert. Kupfer, unscheinbar verbogen, aber nicht mit Gold aufzuwiegen. Es ist wie bei den Menschen. Die Aufschrift gilt nichts, der innere Wert ist alles. Gewiss, ich kann folgen. Nehmen wir Ihren Fall, zum Beispiel. Ich weiß, Exzellenz, ich bin kein gutes Beispiel. Aber dem Herrn gefällt es, gerade durch Sie, die Kirche, um einen Schatz zu bereichern. Ja, ich weiß, Exzellenz, wenn Exzellenz glauben, ich hätte es an der gebührenden Demut fehlen lassen. Es war mir sehr peinlich, dass die Zeitungen auf den Titelseiten mein Bild brachten, statt das von Van Dyck. Eben. Diese Peinlichkeiten möchten wir Ihnen abnehmen, um Sie nicht weiterer Gefahr auszusetzen, dass Ihr waches Interesse an allem, was auf dem Markt des Lebens geschieht, Sie von Ihren eigentlichen Aufgaben ablenkt, haben wir uns entschlossen, Sie in die Verwaltung meiner Diözese zu berufen. Gerade weil wir wissen, dass Sie auch die Nachtseiten des Lebens kennen, ernennen wir Sie zum Vorsitzenden der Kanzlei für Kirchensteuer. Sie dürfen diese Ernennung getrost als den Ausdruck meiner persönlichen Wertschätzung verstehen. Ich verstehe, bin voller Dankbarkeit. Darf ich in aller Demut etwas einwenden? Wenn der Herr mir Fähigkeiten verliehen hat, ihm zu dienen, so liegen diese bestimmt nicht auf dem Gebiet der Bürotätigkeit. Ja, ich hatte schon in der Schule im Rechnen einen Vierer. Ich weiß, Exzellenz wollen mich durch diese Ernennung ehren, aber Exzellenz sollten auch ein bisschen an ihre Steuern denken. In der Schule habe ich die Multiplikation ins Unendliche nie begriffen. Und die ist doch gerade im Bereich der Steuer so wichtig. Jeder Diener der Kirche hat auf dem Platz, auf den er gestellt wird, sein Bestes zu leisten. Ich möchte Euer Exzellenz beileibe nicht widersprechen, aber ich fürchte, mein Bestes bei der Steuerbehörde wird so sein, dass Euer Exzellenz finden werden, dass das Schlechteste, was ich als Landfahrer leiste, immer noch besser ist als das Beste. Sie werden Ihr neues Amt sofort antreten. Sie werden nicht nach Ebertsrock zurückkehren. Ich kann nicht behaupten, dass die Titelseiten unserer Illustrierten mit diesen Pin-Up-Girls nach meinem Geschmack sind. Aber ehe Sie noch einmal da figurieren... Was ist denn los, Marie? Sagen Sie das noch mal. Der Rundfunk hat es eben gebracht und morgen ist es in allen Zeitungen. Pater Braun, Sie müssen sofort nach Ebertsrock zurück. Mit Freuden, Exzellenz. Der Van Dyck ist gestohlen worden. Ach, schon. Na, haben Sie das erwartet? Befürchtet oder erhofft. Na, jetzt zeigen Sie, was Sie können. Schaffen Sie das Bild wieder her. Ich? Ja. In diesem Fall haben Sie meinen Segen. Ich bin nur ein kleiner Landpfarrer und kein Kriminalkommissar. Aber jeder Diener der Kirche hat auf dem Platz, auf den er gestellt wird, sein Bestes zu leisten. Oh, verzeihen. Das ist ein Wetterhof. Ja, ja, hübsch hässlich. Hm? Jede Stunde bin ich reingekommen, mindestens ein Dutzend Mal. Immer war es da. Und auf einmal. Und das Wirtschaftsgeld liegt doch in seinem Versteck, unangerührt. Aber das... Haben Sie sofort die Polizei verständigt? Ja, natürlich. Sie glauben ja gar nicht, was das für eine Unordnung gegeben hat. Der Kriminalkommissar und die Polizisten, die Herren von der Presse, die wollten mich dauernd fotografieren. Verstehe, als Pin-Up-Girl. Hm? Was, die haben hier fotografiert? No, keine Sorge. Ich habe vorher alles aufgeräumt. Sah sehr nett aus. Der Herr Kommissar hat gesagt, das ist ja toll. Bei ihm sieht man ja keine Fingerabdrücke. Nein, habe ich gesagt. Das darf man ja auch nicht. Dabei waren so viele Leute hier. Ohne den neuen Staubsauger hätte ich das alles gar nicht schaffen können. Ach, Frau Smith, Sie haben mir doch versprochen, keinen Schritt aus dem Hause zu machen. Nein, ich war ja auch gar nicht fort. Die Herren sind hier ins Haus gekommen, gleich nach ihrer Abreise. Was für Herren? Na, die beiden Staubsaugervertreter.
Raten Sie mal, mit wie viel die den alten Staubsauger in Zahlung genommen haben. 9 Pfund. Die habe ich ganz schön reingelegt. Na, wenn Sie es so sehen. Was waren denn das für Burschen? Burschen? Die sahen tipptopp aus. Moderne junge Leute. Einer hatte einen Bart und beide hatten Sonnenbrillen auf. Sonnenbrillen? Hat doch geregnet. Ja, an sich schon. Sie glauben doch nicht, dass diese beiden feinen Herren... Haben Sie beiden früher schon mal gesehen? Hier in Abbots Rock? Aber, Pater, das waren doch richtige Herren. Auf dieser grässlichen Insel gibt es doch sowas gar nicht. Ach so, Sie meinen, die sind vom Festland gekommen, ja? Na, an sich schon, mit einem Motorboot. Sie haben ja selber gesagt, Sie kommen so bald nicht wieder. Und das war eine einmalige Gelegenheit. Das kann man wohl sagen. Jones, prüfen Sie mal, ob man da oben durchkommt. Ja. Blake, die Abdrücke. Entschuldigen Sie, Brown, ich bin hier der Hausherr. Inspektor O'Connell aus Dublin. Pater Brown? Sind Sie der berühmte Pater Brown, der den Gangster Flambeau wieder auf den rechten Weg gebracht hat? Flambeau ist heute mein Freund. Und Sie haben den Fall aufgeklärt mit dem Mörder, der den Hammer vom Kirchturm runtergeworfen hatte. Ich freue mich, einen so erfolgreichen Kollegen kennenzulernen. Darum sagte Ihre Köchin auch immer, warten Sie, bis der Herr Pater kommt, er wird schon alles aufklären. Er ist ein Kriminalgenie. Sie übertreibt gern. Das kann man wohl sagen. Ich habe schon viel erlebt, aber dass buchstäblich alle Indizien im Staubsauger enden, das nenne ich wirklich Übertreibung. Im Staubsauger? Wie sehen Sie denn den Fall? Hallo, Chef. Es ist unmöglich, da oben durchzukommen. Wir müssen woanders suchen. Danke, Jones. Ein eindeutiger Fall. Hochqualifizierte Arbeit von Fachleuten, internationale Spezialisten. Erinnert sehr an den Gemälderaub in Madrid, 1958. Die Großfahndung ist eingeleitet. Und Sie halten es nicht für möglich, dass kleine Gauner aus der Umgebung das Bild gestohlen haben? Nein. Sehen Sie, Pater, wenn ich einen Fall übernehme, dann wissen Sie in meiner Abteilung genau, es darf mir niemand reinreden. Es stiftet nur Verwirrung. Der eine hat die Methode, der andere hat die Methode. Der Dritte hat gar keine, wie ich zum Beispiel. Ich glaube nur an das, was ich in einer 20-jährigen Praxis gelernt habe. An das, was ich weiß. Ich bin überzeugt, dass die Polizei viel weiß. Aber wenn man bedenkt, wie wenig der Mensch überhaupt weiß, dann weiß ich nicht, ob die Polizeimenschen nicht zu viel an den praktischen Wert ihres Wissens glauben und zu wenig vom praktischen Wert des Glaubens wissen. Nun ja, auf jeden Fall, hätte Ihre Haushälterin nicht alle Spuren im Staubsauger verschwinden lassen, würde ich viele Dinge wissen, an die ich jetzt nur glauben kann. Was meinen Sie, Pater? Wird die Polizei das Bild finden? Na, das werden wir ja sehen. Du. Es tut mir leid, dass ich eure Unterhaltung störe, aber ich brauche eine Auskunft von euch. Gestern hat doch hier ein Motorboot angelegt mit zwei Herren drin, dunkle Brillen, einer mit Bart. Wie war denn die Nummer von dem Boot? Oder woher kam es? Hat keiner gesehen, wie? Hat niemand was bemerkt? Du auch nicht, Jim? Na, Patrick, kannst dich nicht erinnern? Doch, ich kann mich genau erinnern, dass ich Ihnen gesagt habe, Sie sollen nicht hier in den Hafen kommen. Das wissen Sie doch. Natürlich weiß ich das. Aber wie du siehst, hat es keinen großen Eindruck auf mich gemacht. Du denkst an den Whisky, wie? Genau. Genau an den, denke ich. Kann er schwimmen? Nein. Dann hol den raus. Na und du? Jim? Kannst du schwimmen? Die Nummer des Bootes habe ich mir nicht gemerkt. Aber es war von der Bootsvermietung in Inistrelli. Nein, die beiden habe ich nicht gekannt. Sie hatten dunkle Brillen und einer hat einen Bart gehabt. Aber wer die beiden waren... Na ja, ist ja auch nicht so wichtig. Aber ich habe da einen elektrischen Rasierapparat. Wo kann man denn hier sowas reparieren lassen? Da fragen Sie am besten den Admiral Nelson. Nelson? Wen? Den Admiral Nelson. Sehen Sie den Herrn da oben? Das ist der. Der zeigt Ihnen das Elektrogeschäft genau. Der sieht nämlich den ganzen Tag weiße Mäuse. Hey,
Pfarrer. Man sagt mir, Sie sind der Einzige hier in Innisfree, der so einen Apparat reparieren kann. Hier sehen Sie, fehlt das kleine Schräubchen, das die Messer festhält. Ich glaube nicht, dass ich so eine Schraube habe. Na, ich denke doch, die sind genormt, nicht? 011. Will mal nachsehen. Augenblick. Eine 01, sagten Sie? 011. Diesmal haben Sie zu viel riskiert, Pater Braun. Oh nein, Sie haben zu viel riskiert, Herr O'Leary. Wenn Sie wieder mal einen falschen Bart abmachen, dann nehmen Sie lieber Spiritus und nicht Goldcreme. Da bleiben immer Reste kleben. Nein, nein, links, links. Und nicht so reiben. Sie haben überall rote Flecken im Gesicht. Sie ruinieren Ihren schönen Teint. Sparen Sie sich Ihre Ratschläge, Pater. Bringt ihn in den Keller. Und leisten Sie keinen Widerstand. Man kann sich vielleicht auf einer gewissen Stufe des Guten halten. Doch beim Bösen hat das noch kein Mensch vermocht. Dort führt der Weg nur immer weiter abwärts. Ich rate euch allen, morgen in meine Kirche in Ebersorg zu kommen. Dort könnt ihr die Beichte ablegen. Also auf den Genuss werden wir wohl verzichten müssen? Die Beichte wird wohl ausfallen. Und warum? Wegen Nebel. Sie glauben doch wohl auch nicht, dass Sie hier noch lebendig herauskommen. Es ist Kundschaft im Laden. Vielleicht wollen Sie die Herrschaften vor mir bedienen. Hier sind wir. Der ist es. Der ist gewesen, ich hab's gesehen. Ich hab's auch gesehen, aber ich hab's nicht gehört. Gehört Ihnen dieser Regenschirm? Ja. Haben Sie den im Denkmal oben befestigt? Ja. Sie kommen mit. Es tut mir leid, meine Herren, aber dem Gesetz muss man Folge leisten, sagt schon Augustinus. Oder sollte ich hier etwas eingesteckt haben? Ich bin bereit. Also es bleibt dabei, meine Freunde, morgen in der Kirche in Ebersrock. Und vergesst nicht, dass ein Priester über das, was er im Beichtstuhl erfährt, absolutes Stillschweigen zu bewahren hat. Bitte, wo geht's hier zum Beichtstuhl? Danke. Das Betreten des Gotteshauses mit Waffen ist verboten. Grüß Gott. Grüß Gott. Ja. Ist doch erfreulich, ihn wieder zu haben, nicht wahr? Und jetzt bringt ihn auch keiner mehr weg. Die Sicherung ist elektrisch. Da müsste ja der Dieb ein Elektrofachmann sein, nicht? Und das ist ja nicht anzunehmen. Kaum. Eben. Und wenn, dann hätte ich gegen den auch wieder eine Absicherung. Nehmen Sie es mal weg. Übrigens,
Wie wär's mit einer kleinen Spende seitens der Polizei? Haben wir uns doch verdient, wie? Die Kirche, dein Freund und Helfer. Pater, jetzt sagen Sie mir endlich, wie kommt dieses Bild wieder an seinen Platz? Das geschah durch Gottes Fügung. Darüber werde ich mich beim Bischof beschweren. Über Gottes Fügung? Sie wissen sehr gut, was ich meine. Aber wenn Sie glauben, dass Sie die Gauner vor mir verstecken können, dann sind Sie... Pater Braun, Sie müssen kommen. Ich weiß nicht, was los ist. Halb Ebertsrott will beichten. So voll war unsere Kirche noch nie. Deckt die Diebe des gestohlenen Van Dyck. Pater Braun hat seinen Van Dyck wieder. Hat die Kirche Beziehungen zur Unterwelt? Doch das geht so weit. Ganz meine Meinung, Exzellenz. Schicken Sie ein Telegramm. Pater Braun soll sofort herkommen. Das habe ich vorausgesehen, Exzellenz. Er ist schon da. Pater Braun? Pater Braun, ich wollte... Laudetur Jesus Christus. Laudetur Jesus Christus. Pater Braun, es hat uns mit großer Freude erfüllt, dass es Ihnen gelang, das Bild wieder herbeizuschaffen. Ich kann Ihnen aber andererseits nicht verhehlen, dass die befremdlichen Begleitumstände und das sonderbare Echo in der Presse uns zwingen, nun doch Maßnahmen zu ergreifen. Es war wohl kein sehr glücklicher Gedanke meines Vorgängers, Sie mit Ihren kriminalistischen Neigungen auf eine Insel zu schicken, auf der es von Verbrechern wimmelt. Vielleicht dachte Bischof McCormick, es sei gut, wenn gerade diese Leute als Seelsorger einen Fachmann bekämen. Verzeihung. Muss ich jetzt in die Steuerkanzlei? Vielen Dank. Nachher steht in der Zeitung, Gangsterpfarrer übernimmt Steuerbehörde. Im Gegenteil, ich will Sekretär Malone den Auftrag geben, mir eine Gemeinde vorzuschlagen, die ihren Schwächen Rechnung trägt. Exzellenz, das habe ich bereits vorausgesehen und hätte auch gleich etwas vorzuschlagen. Die Pfarre in Derowe. Derowe? Eine der wohlhabendsten und ruhigsten Pfarren des ganzen Landes. 2.500 Einwohner und nicht weniger als 20 Millionäre. Dazu adlig auf ihren Schlössern. Da wollen Sie noch mehr? Ist doch ein herrlicher Ruhepass. In den letzten 6 Jahren ist nach meinen Ermittlungen nur ein einziges Verbrechen vorgekommen. Ach, ist etwas gestohlen worden? Ja, ein Golfball. Die Polizei ist allerdings der Ansicht, dass er lediglich von einem Schaf verschluckt wurde. Vielleicht war es ein irregeleitetes schwarzes Schaf. Na, was würden Sie dazu sagen? Ich würde mir nicht erlauben, etwas dazu zu sagen. Ich möchte Exzellenz gerne um eine Gnade bitten. Wenn ich sie erfüllen kann... Ich möchte mir so sehr gerne, Exzellenz, aber ich möchte nicht stören, doch einmal die Münzensammlung anschauen. Na, wenn es weiter nichts ist, sehr gerne. Die Sammlung ist ja auch weltberühmt. Ja, nur viel zu groß. Es wächst mir alles über den Kopf. Nein, ist das herrlich. Sind das Schätze? Ja, es müsste alles neu katalogisiert und vor allem Stück für Stück fotografiert werden. Wer macht sowas halt? Na, ich denke doch. Ja, um Gotteslohn. Ach, nur um Gotteslohn. Na ja, quartierfreie Station, die Unkosten würden wir natürlich ersetzen. Fotografieren Sie, mein Freund? Nein, ich werde nur fotografiert. Leider. Ja, wenn Sie mal etwas hören. Es müsste natürlich ein ernster Fachmann sein, nicht einer aus Ihren Unterweltskreisen. Was machen Sie denn da? Würden Euer Exzellenz mir einen Rat geben, weniger als Vorgesetzter, mehr als Mensch? Moment, bitte. Wo hab ich denn her? Oh, hier, da ist sie. Da ist sie. Halten Euer Exzellenz diese Münze für echt. Ein justinianischer 40er. Ein schönes Stück. Ja, ohne Zweifel. Echt. Es freut mich, das von einem wirklichen Kenner zu hören. Sammeln Sie auch Münzen? Ja, aber meine Sammlung ist natürlich lächerlich gegen die Eurer Exzellenz. Na, vielleicht kann ich ein bisschen nachhelfen. Ja. Schottische 2-Pfund-Münze mit dem Bild der Maria Theresia. Oh, sowas Schönes. Seit Jahren wünsche ich mir sowas Schönes mal zu sehen.
Chinesische Münze des Sonnenkreises aus der 4. Dynastie. Aha. Darf ich auch mal? Haben Sie sie lieber mit glattem oder gezähntem Rand? Ja, ich... Na, ich halte ja mehr von den glatten. Ja, ich halte auch mehr von den glatten. Ja, nur von den allzu glatten halte ich weniger. Wieso? Nur weil Sie mich einzuwickeln versuchen unter dem Vorwand, Sie seien alte Münzensammler. Ich habe nie behauptet, dass ich ein Alter bin. Ich bin ja ein junger Münzensammler. Na, als Münzensammler sind Sie sogar ein Kind. Wenn Sie glauben, dass ich einen Maria-Theresienthaler mit einer Maria-Stuart-Münze verwechsle, müssen Sie mich für sehr einfältig halten. Hm. Übrigens, wenn es Sie interessiert, die chinesische Münze aus der 4. Dynastie ist ein Reklametaler des Zirkus Barnum & Bailey. Ha. So. Na, lassen Sie nur. Sie sind nicht der Erste, der versucht, sich über meinen Münzenspleen bei mir einen guten Fuß zu machen. Das ist nur eine der versteckten Freuden, die mir meine Sammlung bereitete. Wie würden Sie nun bei einer Numismatikerprüfung den Kandidaten Braun beurteilen? Durchgefallen, Exzellenz, mit Pauken und Trompeten. Augustinus sagt, die Listigen dieser Welt werden durch List entlarvt. Wunderbar. Diese Ruhe. Ist das nicht herrlich, Vater, diese Ruhe? Wenn Sie nicht dauernd sagen würden, diese Ruhe, da wird es wahrscheinlich noch ein ganzes Teil ruhiger sein. Was ist denn das? Hören Sie nicht auch entfernte Stimmen? Ha, vielleicht schreit da jemand Ruhe. Hallo, hallo, hallo. Verzeihung. Sind Sie der neue Pfarrer von Darroway? Jawohl, mein Sohn. Dann kommen Sie bitte schnell, sonst gibt es Mord und Totschlag. Mord und Totschlag? Ich komme. Aber Pater Braun, fangen Sie schon wieder an. Sie sollen doch nicht... Ruhe! Auf meinem Grund und Boden ist es Fremden verboten, mit Schusswaffen herumzulaufen. Ihr Grund und Boden? Dieser Wald gehört zu Bannister Hill. Im Grundbuch von Schloss Darroway, da steht... Ach was, Grundbuch! Alles von den Darroways gestohlen! Ich warne Sie, Lord Bannister! Was? Sie wollen mich bedrohen? Ein Darroway! Mein Chef, Lord Bannister, weiß nicht, was er tut. Der junge Lord Darroway ist herzleidend. Er darf sich nicht aufregen. Aufhören, Lord Bannister! Halt! Hier hoch! Aufhören! Friede! Friede! Friede sei mit euch! Aber gehen Sie! Wir brauchen Sie nicht! Das ist der neue Geistliche! Willkommen, Pater! Ach, jetzt steckt er sich sogar hinter dem Pfarrer! Darf ich versuchen, den Streit zu schlichten? Schlichten? Jetzt komme ich erst richtig in Schwung! Seit 3 Jahrhunderten versuchen die Darroways, die Bannisters, von ihrem Grund und Boden zu verdrängen. Dieser feine junge Herr versucht es jetzt mit einem neuen Trick. Er lässt seinen morastigen Schlossgraben entwässern und die stinkigen Wasser sollen in meinen Grund hinunterfließen. Ihren Grund? Sie verlassen sofort meinen Grund, Lord Bannister, oder ich lasse Sie verhaften. Mich verhaften? Aus dem Weg, Pater! Wenn Sie schießen wollen, Lord Bannister, dann müssen Sie erst den Hahn spannen. So, jetzt können Sie schießen. Ich konnte Pfaffen nie leiden. Ich würde Euer Lordschaft bitten, weiterzureiten. Ich werde alles tun, dass er dieses Wäldchen nicht mehr betritt. Spielen Sie nicht den Friedensengel, Lynn. Ich weiß genau, warum Sie sich bei mir in ein gutes Licht setzen wollen. Sie haben es vor dem jungen Darroway lächerlich gemacht. Ich hätte ihn erschießen sollen wie einen... Räudigen Hund? Ja, wie einen räudigen Hund. Aber Lord Bannister, das wäre gar nicht gegangen. Wieso? Ihr Gewehr ist nicht geladen. Was? Woher wissen Sie das? Ein erfahrener Jäger wie Sie wirft seine Flinte nicht weg, wenn sie geladen ist. Tatsächlich. Sie sind gar nicht so dumm, Hochwürden. Na, Schwamm drüber. Ein Darroway ist ohnehin keinen Schuss Pulver wert. Der wird sich schon bald selbst das Glück brechen. Die Darroways haben eine besondere Begabung, sich selbst umzubringen. Wieso? Sie sind zu dumm zum Leben. Der letzte Lord Darroway fiel bei einer Fuchsjagd beim Sprung über einen Graben und war gleich tot. Der soll ihm erst mal einer nachmachen. Sein Pferd scheute. Wovor? Es blieb bis heute ein Rätsel. Ach, ein Rätsel. Rätsel! Blödsinn! Die Darroways können eben nicht reiten. Haben Sie nicht gesehen? Er sitzt auf dem Pferd wie ein Floh, wenn es donnert. Ja. Und wenn Sie sich noch einmal nach Schloss Darroway schleichen, Mr. Lynn. Ja. Da sind Sie mein Verwalter gewesen.
Was hat man nun davon, dass man sich um gute Nachbarschaft bemüht? Haben Sie Freunde auf Schloss Darrowe? Freunde weniger. Aber Gilbert hat eine Haushälterin und die ist... Jetzt hätte ich beinahe etwas gesagt. Die ist eine sehr feine Dame. Was wollten Sie denn sagen? Die ist eine Sünde wert. Darf ich Ihnen eine Tasse Tee anbieten, Vater? Oh, Sie sind sehr liebenswürdig, Frau... Holland. Holland. Ich bin aber eigentlich nur hergekommen, um mit Lord Gilbert zu sprechen. Er ist drüben auf der Baustelle. Er muss bald kommen. Mhm. Solange müssen Sie mit mir vorlieb nehmen. Ja. Darf ich Ihnen die Zeit versüßen? Ja. Ein Stück? Nein, wenn schon, dann drei, bitte. Oh. Milch? Ja. Viel? Wenn schon, dann ja. Dass man den vielen Zucker nicht so gut. Stark oder schwach? Wenn schon, dann? Stark, ja. Starker Tee macht mich schwach. Wenn das Ihre einzige Schwäche ist? Nein, und das Rauchen. Na? Wie schmeckt Ihnen mein Tee? Der ist aber eine Sünde. Nein, ich finde ihn großartig. Also das nenne ich Tee. Leider macht meine Haushälterin ihn nie so stark. Warum denn? Weil mein Arzt es ihr verboten hat. Na, Lord Gilbert muss aber ein schlechter Mensch sein. Warum? Ach, solchen Tee lässt man nicht kalt werden. Feierabend! Na, wie geht's vorwärts? Mit dem neuen Bohrer schaffen wir es, Milord. Noch ein paar Tage und wir können durchbrechen. Ach, nur um die Entwässerung des Schlossgrabens geht der Streit mit Lord Bannister? Nein, nein, der Streit ist schon 3 Jahrhunderte alt. Die Bannisters hassen alle Darrowes. Na, ich glaube, aber man muss auch 3 Jahrhunderte hier gelebt haben, um das zu verstehen. Wahrscheinlich. Ich lebe erst 3 Monate hier, aber wenn ich auf den Turm steige und über den See schaue und der Nebel in 1000 Gestalten vom Moor herüberzieht, dann glaube ich auch schon alles. Dann glaube ich auch an den toten Mann von Bannistermoor. An wen bitte? Haben Sie nie etwas von dem Fluch der Darrowes gehört? Nein, erzählen Sie. Es heißt, wenn im aufsteigenden Mond die Nebel über die Heide ziehen, dann greift der tote Mann von Bannistermoor nach dem Schlossherrn von Darrowes. Oh. Na, Sie dürfen ja nicht an sowas glauben. Nein, ich glaube wirklich nicht an so etwas. Aber was das Dürfen anbetrifft, dürften Sie das als gute Christin auch nicht. Aber was sagen Sie dazu, Pater? Als Sir Archibald zu Tode stürzte, da stieg tatsächlich der Mond auf. Und vom Moor her zogen Nebelfetzen über den See. Und weil es keine Erklärung dafür gibt, wovor sein Pferd scheute. Sagen die Leute, sei der tote Mann von Bannistermoor gewesen. Sagen Sie, glauben Sie, dass Lord Gilbert bald zurückkommt? Er hat mir versprochen, bald zu kommen. Gegen Abend ziehen von Bannistermoor immer die Nebel nach Darrowe herüber. Na, wie ich den alten Bannister kenne, pustet er die Nebel persönlich hierher. Nein, nein, Lord Gilbert ist doch krank. Ach. Kränker als er ahnt. Wieso? Herz. Sieht man ihm gar nicht an. Bitte? Ja, bitte. Ist dort Dublin? Ja, ich möchte mit dem Polizeipräsidium verbunden werden. Büro O'Connell. Von wo sprechen Sie? O'Connell ist nicht in seinem Büro. Es ist dringend. So, er hat eine Nummer hinterlassen, unter der man ihn erreichen kann. Ja, danke schön. Ja, bitte. Ja, ich notiere. Bitte. 52. Ja. 52, 53, 16. Ich will die Verdienste von Pater Braun durchaus nicht schmälern. Auch ein Amateur kann manchmal Zufall zur Folge haben. Zufall? Diese Zufälle sind zufälligerweise immer Pater Braun widerfahren. Zugegeben. Aber er hat das gestohlene Bild zurückgebracht, ohne für die Verhaftung der Diebe zu sorgen. Ja, wäre das nicht eher Ihre Aufgabe gewesen, Inspektor? Selbstverständlich, Exzellenz. Aber bis ich dem Chef der Bande, einem gewissen O'Leary... Tun Sie mir bitte einen Gefallen. Laufen Sie nicht dauernd hin und her. Setzen Sie sich bitte hin, wo Sie wollen. Von mir aus auf den Tisch. Ich hab's im Kino gesehen. Kriminalkommissare sitzen meistens auf dem Tisch. Verzeihung, Exzellenz.
Also, bis ich dem Chef der Bande, einem gewissen O'Leary, auf die Spur kam, war er bereits in der Hauptstadt untergetaucht. Das wäre nicht möglich gewesen, wenn Ihr Pater Brown mich rechtzeitig informiert hätte. Doch er zog es vor, sich hinter das Beichtgeheimnis zu verschanzen. Ach, und da soll ich jetzt Pater Brown Vorhaltungen machen, dass er das Beichtgeheimnis nicht gebrochen hat? Na, hören Sie, was mir die Polizei da zumutet, ist aber schon polizeiwidrig. Na, sagen wir naiv. Sekretär Malone? Ach so, ein Ferngespräch. Für Sie, Inspektor. Ja, Inspektor O'Connell. Ja, hier spricht Pater Brown aus Darrowway. Pater Brown? Mich wollen Sie sprechen? Ja, bitte, Inspektor, kommen Sie so schnell wie möglich hierher. Es ist was Furchtbares geschehen. Sagen Sie bloß nicht, dass es sich um einen Mord handelt, Pater. Nein, nein, es handelt sich um zwei Morde. Respekt. Ich höre, Sie sind erst gestern in Ihrer neuen Pfarre eingetroffen. Das macht im Durchschnitt bereits einen Mord pro Tag. Das ist kein Spaß. Die Morde sind zwar als Unglücksfälle getarnt, aber das ist ja nichts Neues. Aber bitte, bitte, Inspektor, sorgen Sie dafür, dass der Bischof nichts davon erfährt, ja? Er könnte sonst furchtbar böse werden. Ja, 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 ja. Er ist bereits böse. Die Nummer ist mir gleich so bekannt vorgekommen. Tag, Pater Braun. Nanu, nanu, Herr Lynn. Denken Sie, jetzt sind schon 10 Tage vergangen und erst heute komme ich dazu, Frau Holland meinen Beileidsbesuch abzustatten. Was sagt denn Ihr Chef, Lord Bannister, dazu? Och, der kann gar nichts sagen, der hat sein Gebiss verloren. Drum ist er auch heute früh gleich zum Tierarzt. Zum Tierarzt? Ach so, ja. Er hat sein Pony gefüttert und dabei ist ihm sein Gebiss in den Hafer gefallen. Da hat sich das Pony einen Zahn ausgebissen. Das arme Biest hat arge Schmerzen. Und wie geht's seiner Lordschaft? Ach, dem geht's gut. Der hat sich das Gebiss wieder zurechtgebogen. Ich dachte schon, das Pferd würde das Gebiss jetzt weitertragen. Herr Lynn? Ja? Was macht denn Frau Holland? Ach, die Arme steht ganz unter dem tragischen Eindruck. Ich glaube, die beiden, Lord Gilbert und Sie, waren sich mehr als nur Patient und Pflegerin. Nun steht sie da, mit leeren Händen. Und mit leerem Herzen. Ja, das kommt noch dazu. Wiedersehen. Ja, wir wissen nicht, was Gott will. Vielleicht bedeutet dieser Unfall für Sie mehr als... Es war kein Unfall, Pater. Es war Mord. Die Untersuchung ist abgeschlossen und das Ergebnis ist Unglücksfall. Pater, es heißt immer, an Ihnen wäre ein Detektiv verloren gegangen. Sie dürfen das als Pfarrer nicht zugeben. Aber der Kriminalist in Ihnen, der glaubt doch auch nicht an den Unfall. Meine kleinen kriminalistischen Abenteuer sind reichlich übertrieben worden. Ich wende mich auch gar nicht an den Kriminalisten, sondern an den Freund. Ich habe schon an dem schrecklichen Tag, an dem das Unglück geschah, gespürt, dass mir in Ihnen ein Freund geschickt worden ist. Frau Holland, Sie machen mich sehr glücklich. Aber gerade als Ihr Freund möchte ich Ihnen raten, halten Sie sich aus der Sache heraus. Denn sollten sich Ihre Vermutungen bewahrheiten, können Sie sich selbst in große Gefahr bringen. Gefahr? Es ist zu dumm. Seit dem Unfall erschrecke ich über alles. Ja? Unten ist jemand, der mich sprechen will. Er sagte, er sei ein Freund von Ihnen. Er heißt O'Connell. O'Connell? Wie kommt denn der in die Gegend? Ja, bitte, ja. Sagen Sie, welcher Darrowway erbt eigentlich die Besitzungen von Lord Gilbert? Es gibt keinen Darrowway mehr. Der Erbe ist eine Frau. Aha. Eine Nichte aus einer verarmten Seitenlinie. Sie heißt Berenice Clement. War sie jemals hier auf dem Schloss? Nein, jedenfalls nicht, seit ich hier bin. Sie scheint ein etwas eigenartiges Leben zu führen. Sie ist Fotomodell und ihre Adresse wechselt fast jeden Monat. Sie lebt wohl mit einem Mann in wilder Ehe. Stand Lord Gilbert mit ihr in Verbindung? Sie schrieb ihm von Zeit zu Zeit. Meist Bettelbriefe. Hier, der kam kürzlich aus Kanada. Lord Gilbert gab ihn mir zur Beantwortung. Ich habe jetzt einen Menschen gefunden, einen sehr begabten Fotografen, mit dem ich mir eine Existenz aufbauen möchte.
Leider ist Bruce genauso arm wie ich. Ich bin überzeugt, er würde dir gefallen. Nein, nein, mein Besuch ist rein zufällig. Ich hatte in der Nähe zu tun und traf im Ort unten ihre Haushälterin. Zufällig? Natürlich zufällig. Und so jagt ein Zufall den anderen. Sie sagte mir, Sie wären aufs Schloss gegangen und da wollte ich Ihnen noch wenigstens guten Tag sagen. Oh, kein Wort weiter, Inspektor, sonst breche ich in Tränen aus. Aber da Sie nun schon mal da sind, würde ich Ihnen doch raten, das Schloss zu besichtigen. Es stammt aus dem 12. Jahrhundert. Aus dem 13. Stimmt. Sie haben sich doch schon ein bisschen informiert, wie? Was haben Sie sonst noch alles gesehen? Naja, die Brücke, den Schlossgraben. Das Baugerüst. Ich habe im Vorbeigehen einen Blick drauf geworfen. Aber Sie werden doch nicht aufgestiegen sein. Wie kommen Sie denn darauf? Schauen Sie sich mal Ihre Hände an. Oder glauben Sie, dass Gespenster Spuren hinterlassen? Kennen Sie Lord Bannister? Ja, wenn Sie mir sagen, dass der ein Gespenst ist, das glaube ich Ihnen sofort. Haben Sie sich jemals gefragt, Pater, wo sich Lord Bannister zur Todesstunde Gilbert Darrowways aufgehalten hat? Tja, mich mit solchen Fragen zu beschäftigen, hat mir mein Arzt verboten. Lord Bannister hat kein Alibi. Er wurde in unmittelbarer Nähe des Darrowway-Teiches gesichtet. Was hatte er da wohl zu suchen? Er hat vielleicht wieder sein Gebiss verloren. Nichts. Er war keine 200 Meter vom Unfallort entfernt. 172. Woher wissen Sie das? Ich hab's nachgemessen. So? Das lassen Sie aber nicht den Bischof hören. War er sehr böse? Naja, Sie würden sagen, ganz hübsch böse. Der Tee, meine Herren. So wie Sie ihn lieben, Pater Braun. Stark, viel Milch, damit man den vielen Zucker nicht so sieht. Oh, Frau Holland, Sie verwöhnen mich. Oh, ich fürchte, Sie müssen mich entschuldigen. Ich muss hinuntergehen und Sie gebührend empfangen. Wen? Die neue Herrin von Schloss Darrowway. Darf ich bitten? Ein schönes Mädchen, diese Clément. Ich möchte glauben, dass Sie heute absichtlich hier aufs Schloss gekommen sind, um die neue Erbin zu begutachten. Wie kommen Sie denn auf die Idee? Weil ich aus dem gleichen Grunde hier bin, aber als Seelsorger. Dieser Rittersaal ist das Kernstück des Schlosses Darrowway. Er stammt aus dem 15. Jahrhundert und ist unverändert erhalten geblieben. Unheimlich, nicht Bruce? Dieser Raum wurde nur für große Empfänge verwendet. Die Darrowways waren stets vollendete Kavaliere und Gastgeber. Ah ja? Ja. Oder sind Sie anderer Meinung? Nein, nein. Donnerwetter, hier geht's aber verteufelt tief runter. Ja, zum Schlossteich. Ach. Ist das der Teich, wo... Wo Lord Gilbert den Tod fand. Das ist Pater Braun, der Seelsorger unserer Gemeinde. Pater Brown? Sind Sie der, der immer mit Kriminalfällen zu tun hat? Nein, nein, nein. Der, der immer mit Kriminalfällen zu tun hat, ist der da. Inspektor O'Connell aus Dublin. Inspektor? Kriminalinspektor. Darf ich den Herrn meinen Bräutigam vorstellen? Bruce Payne. Verzeihen Sie die Unterbrechung, aber es ist üblich, dass die neue Herrschaft von Darrowway am Tag ihrer Ankunft ins Dorf hinuntergeht, um die Honoration zu begrüßen. Bruce, kommst du denn nicht mit? Ja. Nein, lieber nicht. Warum denn nicht? Bitte, Berenice. Ich möchte nicht. Ich habe das Gefühl, die sind ganz froh, uns los zu sein. Zweisamkeit liebt Einsamkeit. Wollen Sie behaupten, dass das auch bei Augustinus steht? Nein, das ist Original Pater Braun. Und jetzt, Pater? Jetzt macht der Pater einen kleinen Spaziergang. In welche Richtung gehen Sie? In die andere. Auf Wiedersehen. Thank you.
Hochwürden, was machen Sie denn da? Ich mache einen Spaziergang, aber ich fürchte, ich habe mich verlaufen. Ja, Sie sind ja schon im Bannistermoor und es wird gleich regnen. Ja, das ist schlimm und ich habe meinen Regenschirm vergessen. Kann man sich hier nicht irgendwo unterstellen? Hier ist weit und breit nichts. Aha, ich habe mal gehört, hier sei irgendwo eine Köhlerhütte. Ach, die meinen Sie? Ja, ja, aber ich würde nicht raten, da hinzugehen. Warum? Erstmal ist die halb verfallen und zweitens ist das Moor dort sehr tückisch. Wenn Sie weiter darüber gehen, ist das nicht ungefährlich. Kehren Sie lieber ins Schloss zurück. Pater Braun. Ich denke, Sie glauben nicht an Gespenster. Ich hab's mir gleich gedacht. Das Gespenst war aus Fleisch und Blut unter deiner Maske benutzt. Aber ich muss Sie vor übereilten Kombinationen warnen. Ich bin nicht das Gespenst, auch nicht im Nebenberuf. Sie sind für mich natürlich jetzt der Hauptbelastete. Solange Sie niemand anderen finden können, den Sie erfolgreich verdächtigen. Sekretär Melon wäre mir der Liebste, aber ich fürchte, der hat ein Alibi. Aber sagen Sie mal, Inspektor, sind Sie nicht auch der Ansicht, dass sich die neue Erbin von Derowe in großer Gefahr befindet? Tut mir leid, Pater. Jetzt sind wir ein Stückchen zusammengegangen und schon müssen sich unsere Wege wieder trennen. Ich sage Ihnen, gerade Berenice Clément ist vor dem Mörder sicher. Das hat Ihnen der Mörder heimlich mitgeteilt, was? Das ist Mogelei. Vorsagen gilt nicht. Sie können mir doch nicht weismachen, dass Sie das nicht gemerkt haben. Was denn? Sie haben doch auch gemerkt, dass Bruce Payne in Derowe sehr nervös war. Ja, und? Da werden Sie sich doch Ihre Gedanken gemacht haben. Ja, aber ich weiß nicht, ob Sie sich in der gleichen Richtung bewegen wie die Ihrigen. Zum Teufel, wie lange dauert das noch, bis ich die angeforderten Unterlagen bekomme? Na, endlich. 8 Monate. Man hat Vater wieder mal richtig getippt. Hier spricht der Pfarrer von Derowe. Schwester, ich möchte Sie fragen, ob Ihrer gottwohlgefälligen Institution ein früherer Patient namens Bruce Payne bekannt ist. Bruce Payne... Ach, wegen Rauschgift. 8 Monate. Ja, ja. Danke, es genügt. Okay. Guten Tag. Guten Tag, was führt Sie zu mir? Ich möchte das Aufgebot bestellen. Berenice und ich werden heiraten. Wir haben es schon mehrmals aufgeschoben, aber jetzt ist es soweit. Warum habt ihr so lange gezögert? Verzeihen Sie, Herr Pfarrer, aber das ist eine Sache, die nur meine Braut und mich etwas angeht. Vielleicht wegen der 8 Monate, hm? Sie haben doch Schnee bei dir gefunden, nicht? Ich meine Heroin. Sie scheinen sich ja sehr gut auszukennen. Ja, ich habe mich gefreut zu hören, dass die Entziehungskur dir geholfen hat. Du giltst ja als völlig geheilt. Stehen Sie mit einem Detektivbüro in Verbindung? Oh nein, ich verfüge über andere Quellen. Aber deswegen brauchst du keine Angst zu haben. Es ist das Amt des Priesters, denen zu helfen, die zu ihm kommen. Ich bin nicht gekommen, um Ihre Hilfe zu erbitten. Jetzt tut es mir leid, dass ich überhaupt gekommen bin. Guten Abend, Herr Pfarrer. Eine Frage noch, Herr Pehn. Sie sind doch früher schon in Derowe gewesen. Wie kommen Sie darauf? Ihr eigenes Verhalten hat Sie verraten. Sagen Sie mir die Wahrheit. Waren Sie am 3. Juli hier? Nein. Und am 15. Februar? Nein. Am 15. Februar verunglückte Archibald Derowe und am 3. Juli starb Lord Gilbert. Ich weiß nicht, was Sie vorhaben, Bruce Payne. Vielleicht wollen Sie sich loslösen von allem, was Gott als Ihr bisheriges Leben bestimmt hatte. Die Wälder hinter Ihnen sehen sehr offen und grenzenlos aus. Sie können wie ein Affe darin verschwinden. Aber eines Tages werden Sie ein alter, grauer Affe sein. Sie werden auf Ihrem Baum im Wald sitzen mit kaltem Herzen und die Baumwipfel werden sehr kahl sein. Ich warne dich, mein Sohn. Wenn Inspektor O'Connell erfährt, dass du beide Male hier in Derowe übernachtet hast, wird er ein irdisches Höllenfeuer unter dir entzünden.
Kann ich mal sehen? Bitte schön. 15. Februar und 3. Juli. Aha. Und da auch. Hey, Konstabler, ja? Können Sie schreiben? Ich will eine Meldung machen. Hey, Ihre Tür ist zu klein. Wissen Sie nicht, dass der Eingang frei ist? Ja, ich weiß es. Aber mein Pferd weiß es nicht. Ja, wer sind Sie überhaupt? Zunächst einmal, wer sind Sie? Wer ich bin, kann ich jedes Kind auf der Straße sagen. Inspektor, das ist Lord Bannister. Inspektor? Ach so, Sie sind der Kerl, der überall herumgeschnüffelt hat, um herauszubringen, wo ich war, als Gilbert Darroway in seinen Graben fiel. Hätten Sie mich selbst gefragt, da hätte ich Ihnen gleich gesagt, ich war gar nicht weit davon entfernt. So, und jetzt können Sie mich verhaften, wenn Sie wollen. Ich hab's nicht so eilig damit. Große Herren wie Sie machen Ihre Finger mit sowas nicht schmutzig. Die finden schon jemand, der Ihnen die grobe Arbeit abnimmt. So, wen denn? Oh, Leute, die ein dunkles Vorleben haben zum Beispiel. Ja, wenn Sie meinen Verwalter meinen, warum nehmen Sie Herrn Lünn nicht ins Verhör? Das werde ich schon früh genug tun. Früh genug? Ja, da bin ich neugierig. Der ist nämlich seit 3 Tagen verschwunden. Ich bin gerade gekommen, die Vermisstenanzeige zu machen. Verdammt. Erst Archibald Darroway, dann Gilbert Darroway und jetzt Lynn. Von den Darroways können so viel verschwinden, wie Sie wollen. Das ist kein Verlust. Aber meinen Verwalter brauche ich. Ja, das kenne ich. Glauben Sie, Hochwürden? Dreimal haben wir uns schon entschlossen, das Aufgebot zu bestellen, aber ja. Im letzten Moment ist immer irgendwas dazwischen gekommen. Na ja, sagen Sie es nur ruhig, er fand jedes Mal einen Vorwand, die Heirat hinauszuschieben, nicht? Was wissen Sie davon? Na, ich glaube, eine ganze Menge. Wissen Sie auch, warum er eine gewisse Scheu davor hatte, sie zur Frau zu nehmen? Ja. Und habt ihr euch nie ausgesprochen? Ach, ich hatte Angst, ich wollte ihn nicht kränken. Oh, ich glaube, Bruce Payne ist ein Glückspilz, hm? Hochwürden, wollen Sie mir helfen? Natürlich, meine Tochter. Deswegen bin ich doch hergekommen. Glauben Sie mir, Bruce ist nicht schlecht. Er ist vielleicht einmal in seinem Leben schwach gewesen. Er hat eine sehr schwere Jugend hinter sich. Er ist dann in nicht sehr gute Kreise gekommen. Wenn Sie Bruce kennen würden, wie ich ihn kenne. Ich liebe ihn. Und ich weiß auch, dass er mich liebt. Pater, genügt Ihnen das? Ja, seien Sie unbesorgt. Was in meiner Macht steht, werde ich für euch tun. Guten Abend, Pater. Fräulein Clément, ich habe Auftrag, Ihren Verlobten festzunehmen. Wo ist er? Er ist heute Mittag nach Dublin gefahren, unsere Eheringe besorgen. Eheringe? Unsinn, er hat es vorgezogen, zu verschwinden. Wir sind ihm nämlich draufgekommen, dass er schon 2-mal in Darroway war, und zwar jedes Mal an den Mordtagen. Ja, und wenn es so ist, er kann nichts dafür. Er ist im Auftrag einer Londoner Firma hierher gekommen. Ach, wie heißt denn die Firma? Auf dem Briefpapier stand Fotoprint und eine Londoner Adresse. Geld und Auftrag kamen per Post. Später erst stellte sich heraus, dass ein Bildverlag dieses Namens gar nicht existiert. Feines Alibi. Man hat ihm eine Falle gestellt, der ist unschuldig. So, na schön. Wo immer er ist, ich werde ihn zu fassen kriegen. Wo immer er ist in Gottes Hand. Ich habe den Eindruck, Sie freuen sich, Pater, dass Bruce Payne entkommen ist. Aber Sie würden Ihren Schützling mit anderen Augen betrachten, wenn Sie wissen, dass Verwalter Lynn seit 3 Tagen vermisst wird. Wissen Sie, dass Herr Lynn aus seiner letzten Stellung entlassen wurde, weil er Pachtgelder unterschlagen hat? Woher haben Sie das? Das hat mir Frau Holland gesagt. Ihnen und mir nicht. Ich habe Sie doch nach Lynn gefragt. Oder verbieten Sie Ihren Spitzeln, Herr Kollege, dass Sie auch der Polizei Auskunft geben? Vielleicht weiß sie auch den gegenwärtigen Aufenthalt von Bruce Payne. Wäre es zu viel verlangt, Frau Holland hierher zu bitten? Ich werde Sie holen, ja. Wollen Sie mir einen Gefallen tun, dann tue ich Ihnen auch einen. Ja? Wenn gleich Frau Holland kommt, erzählen Sie ihr bitte nicht, was ich Ihnen von Lynn gesagt habe. Sie hat Vertrauen zu mir und das möchte ich nicht enttäuschen. Sie braucht mehr als alle hier einen Menschen. In Ordnung. Und Ihr Gefallen? Ein freundschaftlicher Rat. Verrennen Sie sich nicht zu sehr in den Gedanken Bruce Payne. Sie sind auf der falschen Fährte. Wer sagt Ihnen das? Mein Spitzel. Das war nicht. Na, meine Nase. Was? Mein Nasenspitzel. Sie mögen ein großer Seelenkenner sein, Pater, aber ich halte mich lieber an Tatsachen. Wenn Sie die wichtigsten Fakten unbedingt übersehen wollen... Nein, nein, das will ich keineswegs. Mir ist zum Beispiel gleich aufgefallen, dass da eine Rüstung fehlt. Ach, und das halten Sie für eine wichtige Tatsache? Mhm. Ich mache Ihnen einen Vorschlag, Pater Braun. Ich gehe meinen Weg und Sie den Ihren. Inspektor, ich gehe immer meinen Weg. Ja? Frau Holland ist verschwunden. Sie ist da
seit Stunden nicht mehr gesehen worden. Wann zuletzt? Gegen Mittag. Hier hat ein Kampf auf Leben und Tod stattgefunden. Glauben Sie, dass Frau Holland verschleppt worden ist? Ohne Zweifel. Aber ich werde sie finden. Und wenn ich das ganze Moor umgraben müsste. Ihr sucht mit eurer Gruppe drüben das Ufer ab. Sie gehen mit ihren Leuten zum Bannister-Moor. Herr Inspektor, bei der Mauer am Wasser bewegt sich etwas. Da links beim Erker. Der Mensch? Man kann es nicht erkennen. Kommen Sie. Ein Mensch, Herr Inspektor, versteckt unter Boot. Woran ziehen Sie denn? Ein Regenschirm. Was? Nicht loslassen. Nicht loslassen. Auch das noch. Was tun Sie denn hier? Na, sehen Sie doch, ich bin hier reingefallen. Welches Rindvieh hat den dauernd an meinem Schirm gezogen? Ja, soll ich es hier saufen lassen? Ja, ich war doch gerade dabei, den Griff einzuhaken. Wo einhaken? Na, in die Rüstung. Hab doch hier Metall gespürt. Die Rüstung, die muss da oben aus dem Fenster geworfen worden sein und ist hier an dieser Stelle ins Wasser gefallen. Große Scheinwerfer und eine Linde sofort hierher. Nein, vor allen Dingen brauchen Sie einen. Sie brauchen vor allen Dingen ein heißes Bad. Ja. Oh. Was ist denn hier los? Dr. Brown! Ja. Wie sehen Sie denn aus? Hübsch hässlich, meine Tochter. Mein Verwalter, der Ling. Lord Bannister, Sie sind auch hier? Ja! Ich soll Sie wohl erst um Erlaubnis fragen. Haben Sie sich am Mund verletzt? Nein. Ich habe Angst, dass mir was ins Wasser fällt. Aber vielleicht interessieren Sie sich für den Schuh und den Schal, den mein Hund im Moor aufgespürt hat. Pater Braun! Frau Smith! Also, Ihre Soutane ist total kaputt. Vielleicht kann ich noch eine Einkaufstasche draus machen. Und der Schirm, da sind Sie wohl einem Irrsinnigen in die Hände geraten. Schon möglich. Was haben Sie denn nur angestellt, Pater? Hat das was mit dem Telegramm zu tun? Telegramm? In welchem Telegramm? Na, das Telegramm aus Kanada, das Sie so dringend erwartet haben. Wieso? Ist eins gekommen? Wo ist es denn? Ich habe es Ihnen doch zum Schloss rübergetragen. Wann? Na, Sie haben mir doch gesagt, dass Sie aufs Schloss gehen. Und weil es für Sie so dringend war, da habe ich es Ihnen rübergebracht. Wem haben Sie denn das Telegramm gegeben? Der Haushälterin, Frau Holland. Das Wasser in Ihren Schuhen brauchen Sie ja wohl nicht mehr, Pater. Was machen Sie denn da? Was machen Sie denn da? Herr Inspektor. Ich bin gekommen, um Sie zu einer kleinen Spazierfahrt einzuladen, Pater, nach Dublin. Jetzt mitten in der Nacht?
Meine Leute haben den Weg des flüchtigen Bruce Payne rekonstruieren können und ich lege Wert darauf, dass sie bei seiner Verhaftung zugegen sind. Verzeihung, Exzellenz. Ein Herr, der Sie umgehend sprechen will. Was jetzt? Um Mitternacht? Er lässt sich leider nicht abweisen. Kriminalinspektor O'Connell. Ich bedauere die Störung, Exzellenz. Gut. Ich bedauere die Störung, aber ich bin gekommen, den bei Ihnen untergetauchten Payne zu verhaften. Er ist vorbestraft wegen Rauschgiftvergehens, jetzt steht er unter dringendem Mordverdacht. Aber, Mr. Payne, was haben Sie dazu zu sagen? Es tut mir leid. Ich fordere eine Erklärung, Inspektor. Dieser Mann wurde mir von Pater Brown empfohlen und Sie können sich selbstverständlich... Wäre es nicht am besten, Exzellenz, wenn Pater Brown Ihnen diese Erklärung persönlich gibt? Pater Brown. Vielleicht, Inspektor, lassen Sie den Polizeiwagen noch einen Augenblick unten warten. Es könnte ja sein, dass Sie gleich noch jemand mitnehmen müssen. Ist das alles wahr, Pater Brown? Sie haben einen ehemaligen Sträfling hier in meiner Residenz verstecken wollen, obwohl Sie wussten, dass er von der Polizei gesucht wird. Sie haben also gegen die Polizei gearbeitet. Leugnen Sie nicht. Ich leugne ja nicht. Sie haben eine arme, unglückliche Frau als Ihren Spitzel benutzt, mit dem Resultat, dass sie möglicherweise ermordet wurde. Was haben Sie dazu zu sagen? Nichts. Exzellenz? Pater Brown muss uns leider verlassen. Ich habe das vorausgesehen, habe den Polizeiwagen warten lassen. Lassen Sie mit meinem Wagen in das Kloster St. Patrick bringen. Dort bleiben Sie zunächst in Klausur. Es tut mir leid, Pater Brown, aber ich hatte keine andere Wahl. Jeder muss seine Pflicht tun, Inspektor. Ich bitte Sie nur um eines, behalten Sie Berenice Clément im Auge. Sie können es nicht lassen, Hochwürden. Falsch, Inspektor. Man lässt mich nicht. Wie gefallen Ihnen denn unsere Tänzerinnen? Hübsch hässlich. Na, eingetroffen? Noch nicht. Verdammt, da ist doch was schiefgegangen. Bitte werd jetzt nicht hysterisch, ja? Die Bullen, die haben doch Wind bekommen. Der Teufel hinter dem Schnee her. Keine Sorge. Die Tarnung ist diesmal besser als prima. Wir gehen nicht, Irish Coffee. Was ist denn? Dicke Luft, da ist einer gekommen. Polizei? Viel schlimmer. Ein Pfarrer, sicher einer von der Jugendfürsorge. Welche
Überraschung. Vater Braun, mein alter Beichtvater. Sie haben mir doch versprochen, neue Wege zu gehen. Habe ich mein Versprechen nicht gehalten. Ich bin nach Dublin gegangen und habe sogar umgesattelt. Darf ich fragen, was Sie zu mir führt? Ich wollte mich nach einem gewissen Bruce Payne erkundigen. Bruce Payne? Nie gehört. Aber ich bin erst kurze Zeit hier. Aber Sie werden ihn doch bestimmt kennen. Nein, der Name ist mir unbekannt. Das ist aber merkwürdig. Er hat doch ein Foto von Ihrer Kapelle gemacht, das draußen im Schaukasten hängt. Unser Eins wird so oft fotografiert, man kann nicht alle Namen behalten. Entschuldigen Sie bitte. Ich habe noch einen kleinen Nebenberuf. Du gehst darüber, ich gehe dann an die Bar. Sind Sie der Manager? Ja, was kann ich für Sie tun? Würden Sie gestatten, dass ich diese Sammelbüchse hier aufstelle? Hier? Das fehlte noch. Bitte, wir haben oft festgestellt, dass es gerade die Leichtfertigen sind, die ihre Hand offen halten. Also gut. Pater Braun soll sehen, dass ich etwas für mein Seelenheil tue. Sie soll den besten Platz bekommen, gleich neben dem Champagner. Im Pfuhl der Sünde ein Akt der Nächstenliebe. Ist es gestattet, dass ich als Erster mein Schärflein beitrage? Oh, die ist ja schon voll. Wie bitte? Haben Sie den Groschen fallen hören? Ganz deutlich. Naja, Hauptsache, dass der Groschen gefallen ist. Namen. Taxi gefällig? Ja, bitte. Taxi! Zum Polizeipräsidium. Na los, los, komm schon. Du bringst den Wagen weg. Hey, hey, hey! Sie hatten recht, Boss. Er wollte wirklich zur Polizei. Herr O'Leary, lange nicht gesehen. Eigentlich müsste ich Ihnen böse sein, Pater Braun. Sie zwingen mich immer zu den außerordentlichsten Maßnahmen. Es wird Ihnen noch leid tun, Ihr Gelübde vom Beichtstuhl gebrochen zu haben. Falsch. Ihnen wird es leid tun, dass Sie mich zur Beichte gezwungen haben, statt mich der Polizei auszuliefern. Na, wenn Sie es so sehen. Keine Angst, das ist nur die Dame des Hauses. Ihr Tee, Pater Braun, so wie Sie ihn lieben. Stark, viel Milch, damit man den vielen Zucker nicht so sieht. Ihre Post ist auch da. Das Telegramm aus Kanada, das Sie erwarteten. Ihre Haushälterin war so liebenswürdig, es mir anzuvertrauen. Nächster Erbe nach Berenice Clément, Claude Simpson aus Montreal. Claude Simpson? Wer ist dieser Mann? Er ist kein Mann, Pater Braun. Claude Simpson ist seine Frau. Claude Simpson ist mein richtiger Name. Also, Sie sind die letzte Erbin. Deshalb mussten die Darrowways sterben. Das ist, wie ich befürchtet habe. Jetzt steht Ihnen nur mehr Berenice Clément im Wege. Hm? Das lassen Sie nur meine Sorge sein.
war ein Anschlag auf Sie. Zeitzünder. Wer kann das nur gewesen sein? Pater Brown. Pater Brown? Ja, da war ein Anruf. Ich schlief schon. Eine Frauenstimme. Sie sagte, sie wäre die Haushälterin von Pater Brown. Sie sagte, ich soll nach Dublin kommen, ins Polizeigefängnis. Bruce Payne helfen. Der Anruf kam von dem Mörder. Und jetzt weiß ich, Camille, dass Bruce Payne nicht der Mörder ist. Sie müssen Pater Brown sagen, dass er recht behalten hat. Ich wollte, ich könnte es. Aber Pater Brown ist seit Mitternacht verschwunden. Ihr Tee, Pater Brown. Sie sollen nicht sagen, dass ich meine Gäste schlecht bewirte. Oh, daran habe ich nie gezweifelt. Sie haben schon mal einen anderen Stammgast sehr zuvorkommend behandelt. Ich meine Herrn Lynn. Ach, Lynn, haben Sie ihn gefunden? Der hatte Pech. Der hat das Versteck in der Köhlerhütte entdeckt. Ich hatte den Eindruck, dass er Sie sehr hoch schätzt. Ja, sehr hoch. 50 Pfund pro Besuch. Der versuchte, seine Mitwisserschaft in Geld umzusetzen. So, und deswegen haben Sie ihn aus dem Weg geräumt. Na, wenn er mich erpresst. Wenn Sie es so sehen. Aber Sie haben ihn doch nicht selbst in die Rüstung gesteckt und in den Schlossgraben geworfen. Es muss doch ein Mann gewesen sein, ein kräftiger Mann. Vermutlich derselbe, der als Gespenst die Morde beging, hm? Selbstverständlich. Mein Mann, Pater Braun. Wir führen eine vorbildliche Ehe. Ich helfe ihm bei seiner Arbeit, wo ich kann. Zum Beispiel dabei, dass alle englischen Erben verschwinden und unser Anwalt in Kanada das Vermögen der Darrowys. Aber wir plaudern und plaudern und Sie kommen gar nicht dazu, Ihren Tee zu trinken. Bitte. Ist er sehr stark? Viel Milch, dass man den vielen Zucker nicht so sieht. Alles in Ordnung, Liebling? Ja, sehr in Ordnung. Berenice Clement lebt. Verdammt. Ja. Ich hatte gleich so ein schlechtes Gefühl, als dieser Pfaff in Darrowby aufgetaucht ist. Wo ist er? Der schläft. Der wird uns nicht mehr ins Handwerk pfuschen. Wir müssen heute noch aus Irland verschwinden. Ja, die Boote liegen bereit. Wir haben ausgemacht, wie wir den Schnee teilen. Ging alles ganz glatt. 6 Unzen Heroin gehen auf unseren Teil. Naja, es wird uns über das Erste hinweg helfen. Also, dann stößt man sich an dieser Misttür den Kopf. Also passt auf. Jeder muss seine Reiseroute genau im Kopf haben. Also ich nehme nicht hier. Weißt du, wenn du jetzt hoch noch alleine da nicht zum Aushalten mit euch. Warum denn nicht? Auf keinen Fall. Wir müssen mal versuchen. Ruhe! Jetzt seid doch mal still!
Das sagt ja keiner was. Also, die Simpsons stechen mit der Ayesha in See. Ihr setzt das Segel, damit es aussieht wie eine Vergnügungsfahrt. Herrgott, noch mal hier. Kurs Ost-Südost Richtung Cornwall. Wir beide setzen gegen Abend ab mit der Motorbarkasse. Jetzt pass gut auf, Simpson. Erst wenn es dunkel ist, das Segel reffen. Aber erst schauen, ob nichts in Sichtweite ist. Auch kein Flugzeug. Aber du hast doch gesagt, du willst nicht mehr mit der Ayesha fahren. Moment mal. Ab Landi, weg mit den Lichtern und Kurs direkt nach Süden. Na ja, schon gut. Ich bin kein kleiner Junge. Nein, sondern ein großer Idiot. Und da ist doppelte Vorsicht geboten. Hör zu. Erst wenn du 2 Meilen über Headland Point hinaus bist, darfst du näher an die Küste rankommen. Immer diese Belehrungen. Und wenn du wie letztes Mal auf die Hafenpolizei stößt, dann sagst du nichts anderes, als was in den Papieren steht. Ja, hörst du? Schon gut, schon gut. Wer kümmert sich eigentlich, dass der Pfarrer von hier wegkommt? Ach was, den lassen wir verschimmeln. Hier kommt sowieso keiner mehr rein. Ja. Kommen wir zur Verteilung. Jeder Anteil wie ausgemacht. Ihr beide bekommt 6 Unzen, ich 10 und Beefy 2. So, jetzt holt mal die Büchse. Na los, mach doch schon! Aufs Pflaster knallt. Der fährt. Wie macht er das nur? Das macht er. Er hat den Roller frisiert. Mit Gottvertrauen. Du kannst doch einen Roller nicht mit Gottvertrauen frisieren. Wer die erwischen, könnte was erleben. Wenn wir sie nicht erwischen, dann kannst du was erleben. Was der Pater aus der alten Mühle da rausholt. Da sagt man Gottes Mühle mal langsam. Gib doch Gas, du Idiot! Das tue ich doch! Du wirst doch mal einen Roller einholen können! Näher ran! Dann nimm! Schieß ihm in die Reifen! Aber unauffällig! Der Pater fährt wie der Teufel. Sind Sie wahnsinnig? 70 Meilen in der Stadt. Fischen Sie sich doch nicht an. Fahren Sie ran. Hören Sie zu. Sie werden so lange hier bleiben, bis wir Ihnen die Blutprobe abnehmen. Aber wir können die Höchstgeschwindigkeit gar nicht überschritten haben. Hier sind Sie mit einem Roller gefahren. Haben Sie den Roller gesehen? Genau, ja. Genau? Ganz genau, ein Pfarrer saß drauf. Ein was? Ein Kater mit Regenschirm und Sammelbüchse. Ja, mit Sammelbüchse. Ah, ihr beide kommt auch zur Blutprobe. Hören Sie doch, Herr Sergeant. Sie setzen sich jetzt da drüben hin. Ja, wir gehen schon. Als freier irischer Bürger protestiere ich gegen diese undemokratischen... Ich hab's gar nicht gesagt, hab keinen Sinn mehr mit denen. Ruhe! Pater Braun, hatten Sie es mit der Würde eines Priesters für vereinbar in einem so haarsträubenden Aufzug mit einem motorisierten Zweirad hier? Das ist ein leider schlimmster, Herr Sekretär. Ich habe das Zweirad sogar gestohlen. Können Sie es einen Moment halten? Ja? Und so habe ich Mr. Payne gleich nach seiner Freilassung zu Ihnen gebracht. Und ich habe mir gestattet, Eurer Exzellenz meine Braut mitzubringen. Meine Freunde, kann ich euch irgendeinen Wunsch erfüllen? Ja, wir möchten so schnell wie möglich getraut werden. Und wenn es Eurer Exzellenz erlauben... Von Pater Brown. Na, diesen Wunsch kann ich dir leider nicht erfüllen. Es ist bis jetzt noch nicht geglückt, auch die geringste Spur von ihm. Pater Brown. Ich stelle mich, Exzellenz, in tiefster Zerknirschung.
Ich wage es kaum zu gestehen, ich habe die Mörderbande aufgespürt in Begleitung von zwei Rauschgiftschmugglern. Und wissen Sie, Verzeihung bitte, wissen Sie, wer die Anführerin ist? Die von uns allen so sehr bedauerte Frau Holland. Pater Braun, wenn ich Ihnen alles glaube, aber das... Ein Anruf für Sie, Inspektor. Sie brauchen nur abzuheben. O'Connor, ja? Was? Wegen Geschwindigkeitsüberschreitung? Festhalten, alle vier festhalten, bis ich komme. Tatsächlich, Pater. Sie sitzen auf dem 14. Polizeirevier. Sie wurden angehalten, als Sie einen Priester verfolgten, der auf einem Roller 50 Meilen fuhr. Bitte sagen Sie mir, Pater, wie konnten Sie meine eigentlich so sicher sein, dass Sie es gewagt haben, mich im Bischofspalais zu verbergen? Mein Sohn, jemand, der Morde begehen will, meldet sich nicht unter seinem richtigen Namen im Hotel an. Gerade hat man ihn doch verdächtigt. Wie Minus steht, wer sich zu sehr bemüht, hinter die Dinge zu sehen, sieht am Schluss die Dinge selbst nicht mehr. Und warum halten Sie eigentlich die ganze Zeit die Sammelbüchse in der Hand? Damit Sie etwas einwerfen können. Sie sind doch immer so wohltätig. Merken Sie was? Nein, was soll ich denn merken? Dass die Büchse voll ist, voll Schnee. Schnee? Nur was bedeutet das? So pflegt man den Kreisen der Unterwelt Rauschgift zu nennen. Pater Braun, Sie werden so bald als möglich dieses junge Paar hier trauen. Das wird allerdings Ihre letzte Amtshandlung in Irland sein. Oh, bitte lassen, Exzellenz, mir meine Schäflein. Ich brauche Sie und Sie brauchen mich. Gut, Sie sollen Ihre Schäflein bekommen. 6 Millionen Schäflein und lauter Schwarze. Sie gehen nach Bubunda Ubundi in Zentralafrika. Und damit Sie nicht ohne Kontrolle sind, geht Sekretär Malone mit Ihnen. Das haben Sie aber nicht vorausgesehen, nicht wahr, Herr Sekretär? Bubunda Ubundi.